Kommt jetzt wirklich das Wasserstoffzeitalter? Die Regierungen zumindest, die sind ja fest entschlossen offenbar, dass unser Wirtschaftssystem jetzt ökologisch umgebaut werden soll. Einige Unternehmen könnten davon auch profitieren, aber es gibt auch einen Rohstoff, der davon profitieren würde. Und der ist im Moment auch noch nicht mal besonders teuer. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Das hat unser Altbundeskanzler Helmut Schmidt mal gesagt. Wir haben allerdings wieder große Visionen, allem voran unsere Vision vom Klimaschutz. Der Komplettumbau des globalen Wirtschaftssystems hin zur Klimaneutralität. Ein riesiges Unterfangen, das man sich da jetzt vornehmen will. Und im Zuge dessen gibt es ja eben auch die Vision von einer groß angelegten Wasserstoffwirtschaft. Ist schwer umstritten, das Ganze natürlich, und bis jetzt sind es ja auch hauptsächlich schöne Worte alles. Aber es wäre natürlich nicht das erste Mal, dass sich eine Vision durchsetzt in der Energiewirtschaft. Denken Sie an die Kernenergie, da haben wir, oder die haben wir auch nicht bekommen, weil die sich jetzt ökonomisch aufgedrängt hätte damals, weil Öl war damals im Vergleich zu heute ja wirklich noch spottbillig. Sondern die reichen Länder wollten damals die Kernenergie wirklich unbedingt haben. Und sie haben dafür auch immens investiert und das Ganze kam dann auch relativ schnell sogar in den 60er, 70er Jahren. Allerdings, ich kann mich auch noch daran erinnern, als ich noch ziemlich jung war, da habe ich damals auch oft gehört, in Zukunft werden wir zum Beispiel auch nicht mehr tanken oder sowas, sondern jedes Auto hat dann einen eigenen kleinen Kernreaktor. Da kommt dann ein einziges Mal ein kleines Stück Uran rein, vielleicht ja so groß wie hier so ein Weinkorken und dann fährt das hunderttausende Kilometer. Die Vision hat sich überhaupt nicht erfüllt. Vielleicht ist es auch ganz gut so, dass wir nicht jedes Mal einen nationalen Katastrophenfall haben, wenn Mutti mal die Leitplanke schrammt mit ihrem Atom-Opel. Aber so oder so, und auch Solarenergie, Windenergie natürlich, die waren ja erst auch mal politisch gewollt und haben sich dann auch wirklich durchgesetzt. Bei der Kernenergie ganz interessant, die EU-Kommission will die jetzt auch als nachhaltig und klimafreundlich einstufen, was auch wieder entsprechende Vorteile hätte für Investoren in dem Bereich, weil man natürlich für die Energiewende jetzt und erst recht ja auch für eine grüne Wasserstoffwirtschaft sehr, sehr viel Strom bräuchte. Es ist also jetzt noch eine zusätzliche überraschende Aufwertung der Kernenergie. Trotzdem, heute geht es hier nicht um Uran, dazu gab es auch schon Videos von mir und Uran ist letztes Jahr dann ja auch stark gestiegen wieder. Es gibt aber noch ein anderes Metall, ein Edelmetall, das relativ günstig ist im Moment und das aber von der Wasserstoffwirtschaft eben auch stark profitieren würde und das ist Platin. Platin ist billig. Man darf ja nicht vergessen, so vor 20, 30 Jahren, da war Platin ja noch der Inbegriff von was super teurem. Also viel teurer als Gold zum Beispiel. Aber heute ist Gold fast doppelt so teuer. Ich habe hier mal einen Chart seit 2007. Vor der Finanzkrise. Da war Platin zeitweise bei über 2000 Dollar die Unze. Heute sind wir bei unter 1000 Dollar. Und wenn Sie das jetzt mal in Gedanken vergleichen mit Gold, das war natürlich auch volatil in der Zeit, aber Gold notiert trotzdem heute ja mehr als doppelt so hoch wie vor der Finanzkrise. Und vor allem die letzten 5 Jahre. Da ist Gold ja wieder deutlich gestiegen, aber Platin ist so gut wie gar nicht gestiegen. Und der Rücksetzer, den wir gehabt haben am Anfang von der Corona-Krise, der war bei Platin dann ja auch wirklich das tiefste Niveau seit Jahrzehnten. Und die Erholung danach, wie wir sehen, die hat auch nicht so richtig überzeugt. Vor allem, weil sie ja 2021 jetzt schon wieder abgebrochen ist und Platin dann eben auch schon wieder nach unten gegangen ist. Im Zweijahreschart sieht man es noch besser. Die Erholung von diesem Corona-Absturz 2020, die war erstmal jetzt nicht so schlecht, aber Anfang letztes Jahr war das Hoch dann eben auch schon wieder erreicht und 2021 war dann wieder enttäuschend.
Das einzig Positive, was man da jetzt sagen kann, aus technischer Sicht vielleicht, das ist, dass wir hier möglicherweise so eine Art kurzfristige Bodenbildung haben, so bei 920 Dollar. Also da waren sowohl im September als auch im Dezember die Tiefs, aber ansonsten ist das ganze Jahr eher mau. Und übrigens ist es auch nicht unähnlich der Kursentwicklung von Gold und von Silber in den letzten 2 Jahren. Also auch da war es so, auch die haben sich 2020 gut erholt und 2021 ist es schon wieder runtergegangen. Was aber ganz erstaunlich ist im Grunde, weil Gold ist ja in erster Linie ein Investmentmetall, Silber dagegen ist auch ein Industriemetall und Platin ist ja nochmal was ganz anderes. Das ist ja sogar in einem sehr hohen Maße ein Industriemetall. Die Investmentnachfrage bei Platin, die ist vielleicht noch so bei 10% oder so. Und die schwankt auch stark. Aber so oder so, Platin ist im historischen Vergleich billig. Und ich glaube schon auch, dass das jetzt wieder interessante Kurse sind. Aber dafür, dass es billig ist, dafür gibt es auch Gründe. Und sowas ist immer wichtig, weil wenn wir was billig kriegen an den Märkten, dann gibt es dafür fast immer einen guten Grund natürlich. Und dieser gute Grund oder diese guten Gründe, die können auch immer dazu führen, dass etwas erstmal auch noch billig bleibt oder sich dann sogar noch mehr verbilligt. Die Lage ist also im Moment uneindeutig. Und wenn man jetzt trotzdem auf eine Erholung setzen will, man kann Platin natürlich auch physisch kaufen mit entsprechenden Nachteilen. Es gibt auch ETCs und sowas, es gibt auch Optionsscheine drauf. Aber die meisten Anleger, die werden dann natürlich versuchen, dass sie sowas umsetzen mit Platinaktien. Und dazu gibt es von uns nächste Woche einen Zukunftsmärkte-Report mit den Aktien von 4 Platin-Produzenten, 3 große Produzenten und ein kleiner spannender Produzent. Und außerdem gibt es schon morgen einen anderen Report von uns, nämlich ein Update zu den alternativen Energien in China, unter anderem auch Wasserstoff und das auch mit entsprechenden Aktien. Und die Reports von uns, die sind immer gratis. Das Einzige, was Sie dafür machen müssen, Sie müssen sich einmal eintragen dafür auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Also morgen schon alternative Energien in China, Entschuldigung, und nächste Woche dann eben die Platinaktien von uns. Und in dem Video jetzt geht es aber rein um Platin an sich. Der Platinpreis ist gefallen aus 2 Gründen. Erstens die Minenproduktion, die hat sich nach diesem Corona-Schock dann doch schneller als erwartet erholt. Und zweitens, so komisch es auch klingt, Platin ist zum Opfer geworden der Halbleiterknappheit. Platin ist ein Industriemetall und davon kommt mehr als die Hälfte der Nachfrage von Abgaskatalysatoren für die Reinigung von Autoabgasen, vor allem bei Dieselmotoren. Und wegen der Halbleiterkrise sind dann ja auch 2021 weltweit deutlich weniger Autos verkauft worden, als man sich erwartet hat erstmal. Und dementsprechend haben wir am Markt jetzt folgende Situation. Hier eine Grafik von Reuters. Die Grafik ist auf Basis der Daten vom World Platinum Investment Council. Der Platinmarkt, der war also etliche Jahre erstmal in einem Defizit, heißt weniger neues Angebot als Nachfrage, hat sich aber 2016 geändert, vor allem wegen dem Dieselskandal. Volkswagen und so, Abgasmanipulation. Dieselautos wollte plötzlich keiner mehr haben und dementsprechend dann plötzlich Angebotsüberschuss. Das Interessante war, der Markt ist 2019 dann wieder ins Defizit zurückgefallen, leichtes Defizit. Und 2020 dann wegen Corona sogar ein großes Defizit. Nur leider 2021 dann wegen der Halbleiterkrise wieder ein Überschuss und 2022 jetzt dann wahrscheinlich auch nochmal, wenn auch ein bisschen weniger vielleicht als im letzten Jahr. Vor allem wegen dem Autosektor. Und zum Autosektor gibt es natürlich auch viele Prognosen. Hier habe ich mal was von der IMG, der globale Jahresabsatz von Pkw. Und die Veränderung jeweils auch, das ist die orangene Linie. Was einem meistens nicht so klar ist, das ist, dass der schon auch 2018 und 2019 zurückgegangen ist. Dann kam der Einbruch in der Corona-Krise und auch letztes Jahr eben nur eine leichte Erholung, sehr wahrscheinlich, es sind noch nicht alle Daten da, wahrscheinlich nur 3,2% plus.
Und für dieses Jahr geht man davon aus, dass sich das mit der Chipknappheit etwas entspannt und dadurch hätten wir dann geschätzt nochmal einen Anstieg um 5%. Und damit wären wir aber auch erst wieder bei 84,3 Millionen Pkw, also deutlich unter dem Niveau, das wir gehabt haben 2017 von 95 Millionen Pkw. Und ich würde aber sagen, die Nachfrage nach Autos, die ist ja definitiv da. Das sieht man ja auch an den Gebrauchtwagenpreisen. Und klar, das mit den Halbleitern ist immer schwer zu sagen, wie sich das entwickelt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der Autosektor dieses Jahr oder vielleicht auch erst nächstes Jahr nochmal wirklich positiv überrascht und auch zum früheren Absatzniveau, so 2017, ist ja noch einiges an Luft nach oben und irgendwann setzt da wahrscheinlich auch mal ein Wiederbeschaffungszyklus ein und sowas. Was ich mir allerdings nicht so vorstellen kann, das ist, dass der Dieselmotor jetzt wirklich nochmal stark Marktanteile zurückgewinnt. Ich war immer der Meinung eigentlich, der ist die letzten Jahre viel zu schlecht geredet worden, aber der Imageschaden, der offenbar jetzt nun mal da ist, der ist anscheinend jetzt doch nicht gut zu machen, offenbar. Das wird also wohl nichts mehr. Dafür gibt es was anderes Interessantes, nämlich neue, schärfere Abgasvorschriften für Diesel-LKWs in China. Das heißt, aus China demnächst eine deutlich höhere Platinnachfrage für LKW-Katalysatoren. Und es gibt nicht wenige Analysten sogar, die sagen, dass allein das den Marktanteilsrückgang bei PKW weltweit mehr als ausgleichen wird. Und dann gibt es noch was Interessantes, nämlich die Möglichkeit, dass man das Palladium in den Benzinmotorkatalysatoren in Zukunft auch durch Platin ersetzen wird. Und der Marktanteil von den Benzinern, der ist ja viel höher als der von den Dieselmotoren. Ich habe das Thema in meinem letzten Platin-Video auch schon erwähnt, ist jetzt auch schon wieder 1,5 Jahre her. Ich habe damals schon gesagt, ich bin jetzt natürlich kein Spezialist für Katalysatorentechnik oder sowas. Und es gab dann auch einige Kommentare von Zuschauern, unter anderem vom Zuschauer Johann Reutner. Das waren sehr profunde Kommentare. Dafür nochmal vielen Dank jetzt im Nachhinein. Der hat gesagt damals, ja, so einfach ist es eben nicht mit dieser Substitution. Es sind völlig andere Beschichtungsverfahren. Die Kosten sind auch wirklich hoch dafür. Aber trotzdem, in den 90er Jahren ist man ja nur darum von Platin auf Palladium umgestiegen bei Benzinkatalysatoren auch, weil Palladium damals viel billiger war. Aber heute ist es mehr als doppelt so teuer und war ja auch zeitweise wirklich knapp. Und darum kommt diese Substitution jetzt anscheinend eben doch so langsam. Das World Platinum Investment Council sagt, dass sie letztes Jahr schon 200.000 Unzen ausgemacht hat, dass sie sich dieses Jahr auch mindestens verdoppeln wird und dass der Zusatzbedarf daraus 2025 schon bei 1,5 Millionen Unzen liegen wird. Das ist dann schon sehr ordentlich. Und darum wäre der Platinmarkt dann spätestens 2023 auch wieder im Defizit, weil viel zusätzliche Produktion kommt in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht mehr. Mit anderen Worten, ganz so schlecht sieht es ja vielleicht doch nicht aus für Platin. Aber man sieht auch wieder mal, man kann nicht über Platin reden, so wirklich, ohne dass man auch über Palladium redet. Der Preisunterschied zwischen Palladium und Platin muss eben hoch sein, sonst funktioniert diese ganze Geschichte nicht. Zurzeit ist es so, dass es Palladium die letzten 10 Jahre. Der Preis ist durch die Decke gegangen, die Nachfrage war wirklich hoch, das Angebot auch sehr, sehr knapp teilweise. Aber wir sehen schon, Palladium ist zwar immer noch doppelt so teuer wie Platin im Moment, aber auch Palladium hat letztes Jahr scharf korrigiert wegen dem schwachen Automarkt. Und viele Analysten sagen jetzt zwar, dass Palladium dieses Jahr und nächstes Jahr wahrscheinlich wieder sehr knapp wird. Was dann ja auch heißen würde, es könnte jetzt noch mal eine starke Erholungsrallye kommen bei Palladium. Das wäre dann aber möglicherweise die letzte Rallye, weil dann die Substitution durch Platin durchschlägt und dann kommen irgendwann ja auch mal so langsam die Elektroautos, sodass ab 2025 der Palladiummarkt dann plötzlich doch wieder überversorgt wäre.
Und ich würde sagen, als Fazit daraus, wenn wir diese letzte Palladium-Rallye jetzt noch kriegen, dann geht Platin sehr wahrscheinlich mit hoch, aber danach wird es ein bisschen komplizierter. Also Palladium könnte eben danach dann eben auch wieder korrigieren, wegen Überversorgung und Substitution. Nur wenn Palladium dann zu stark fällt, dann gibt es auch gar keinen Grund mehr für die Substitution. Es sei denn, Platin fällt auch. Wird dann also wahrscheinlich eine relativ schwierige Gemengelage. Mittelfristig würde ich am ehesten darauf wetten, dass sich Platin und Palladium wieder annähern. Das würde dann sozusagen heißen Platin Long, Palladium Short. Aber eben noch nicht jetzt, weil wie gesagt, kurzfristig bleibt Palladium wahrscheinlich knapp und Platin ist aber im Moment nicht so knapp. Und hier aber auch noch mal kurz eine Grafik zur Platin-Nachfrage aus der übrigen Industrie. Die fällt ja dauernd unter den Tisch bei den ganzen Debatten. Von Octus Metals von 1990 bis 2020. Das läuft nämlich gar nicht schlecht. Da hat sich die Nachfrage ja im Grunde in den letzten 30 Jahren fast verdreifacht. Das sollte man auch mal gehört haben. Und jetzt noch zum Wasserstoff. Da werden ja Glaubenskriege geführt ohne Ende, genauso wie bei Edelmetallen. Und jetzt hier beides in Kombination, das sollte man als YouTuber eigentlich gar nicht erst anfassen. Und wenn man dann so Kommentare sieht, wie zum Beispiel unter meinem letzten Silbervideo, vor einem Monat, da schreibt dann einer: Was allein an E-Autos und Batterien in den letzten Jahren und künftigen Jahren gebaut wird, müsste den Silbervorrat gegen Null zwingen. Also Ihrer Statistik glaube ich auf gar keinen Fall. Der ist klar manipuliert oder es wird auf diesem Gebiet gelogen, was sich die Balken biegen. Also bitte, ein wenig mehr Wahrheit würde uns allen gut tun. Tja, ich bitte natürlich aufrichtig um Entschuldigung, dass ich in meiner Statistik zur bisherigen Silbernachfrage die künftige Silbernachfrage durch Elektroautos nicht berücksichtigt habe. Liegt jetzt aber nicht daran, dass sie manipuliert ist, sondern weil es einen fundamentalen Gegensatz gibt zwischen Vergangenheit und Zukunft. Mal ganz abgesehen davon, wie leicht es manchen Leuten fällt, dass sie andere Meinungen als Lügen bezeichnen. Und auch dieser Beitrag jetzt ist eben ein Meinungsbeitrag. Und Aussagen über die Silbernachfrage vom Elektroautos oder die Platinnachfrage durch Wasserstoff, das sind eben immer Meinungen und Prognosen und keine Tatsachen. Platinkatalysatoren zur Wasserstoffproduktion mit Strom in der Elektrolyse. Das ist eine Schlüsseltechnologie für das Wasserstoffzeitalter. Zumindest zur Zeit, zum aktuellen Stand der Technik. Und so wie die Dinge stehen, will die Politik so ein Wasserstoffzeitalter wohl auch haben. Also nehmen Sie die Planungen von der EU-Kommission. Das ist eine Grafik dazu vom Handelsblatt. Da stehen jetzt schon plötzlich ja, riesige Summen im Raum. Das sind jetzt nicht alles direkt Fördermittel, sondern das soll teils auch reinfließen über Kredite. Aber es geht da schon um sehr, sehr viel Geld. Und wir haben auch in anderen Ländern ja Wasserstoffstrategien, zum Beispiel in China. Und wenn das wirklich so kommt, die Transformation von vielen Prozessen in der Industrie auf breiter Front, und wenn das auch zügig kommen sollte, und da habe ich noch gewisse Zweifel, muss ich sagen, dann wird Platin aber mit hoher Wahrscheinlichkeit davon profitieren. Wenn es aber nicht so kommt, wenn sich andere Lösungen durchsetzen auf Dauer, dass das Ganze zum Beispiel viel stärker strombasiert ist und dass dann auch die Elektroautos dann irgendwann mal die Verbrenner vielleicht ja stark verdrängen, dann wird es für Platin schon eng, würde ich sagen. Weil, wie gesagt, wichtigster Absatzmarkt heute: Abgaskatalysatoren. Nur wenn man eben als Anleger von dieser Wasserstoffwirtschaft jetzt eben doch überzeugt ist, und das sind ja viele Anleger, dann kann man sich eben schon fragen, kaufe ich jetzt nochmal so diese typischen gehypten Wasserstoffaktien, die es da gibt, viele davon stark überbewertet, technisch angeschlagen und kein Mensch weiß ja auch, ob sich die Technik speziell von diesen Unternehmen speziell dann auch wirklich durchsetzt am Ende. Oder setze ich dann vielleicht lieber auch mal auf Platin und auf Platinaktien, wo die Bewertungen ja im Grunde niedrig sind und wo ich von dieser Wasserstoffvision dann aber auch profitieren würde.
Wenn wir jetzt wirklich einen Schritt machen würden in Richtung Wasserstoffwirtschaft, dann ist der sehr niedrige Platinpreis im Moment sehr wahrscheinlich eben doch eine Chance. Und allein darum geht es hier auch in diesem Beitrag. Und ich werde natürlich auch in Zukunft weiter Daten fälschen aus der Zukunft und die dann hier auch verbreiten. Würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder dabei sind. Am besten gleich meinen Kanal abonnieren. Dabei dann auch die Glocke drücken, dann werden Sie auch benachrichtigt, wenn neue Videos von mir da sind. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn Sie Dr. Schwarte sagen hören: Ich traue keiner Statistik, die ich nicht selbst gefälscht habe. Alles Gute Ihnen und denken Sie auch noch an die Zukunftsmärkte-Reports von uns zu den Platinaktien nächste Woche. Erhältlich auf www.zukunfts-märkte.de. Danke wie immer fürs Zuschauen.